Nee, oder? Was soll ich denn damit? Boah, ich kann doch keinen Fisch zum Frühstück essen. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich habe letztens irgendwann, muss ich euch zeigen, einen Kommentar gelesen zu einem Video von mir. Ich habe ja in letzter Zeit immer Dartpfeile geworfen. Wir hatten einmal schon Dartpfeil bestimmt das Restaurant. Wir hatten schon einmal Dartpfeil bestimmt, welche Klamotten ich bestelle. Und Dartpfeil bestimmt, wohin ich fliege. Also, eigentlich voll krank. Ich habe es gefunden, ich blende es mal kurz hier ein. Kannst du mal so ein Video machen mit der Dartscheibe? Also du darfst an einem Tag nur das essen, was du an der Dartscheibe mit dem Pfeil triffst. Wäre bestimmt witzig. Natürlich habe ich schon so ein Part gemacht, also so ähnlich. Ich meine, das war der erste Part davon. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch alle anderen Parts in der Videobeschreibung und am Ende. Schaut euch die auf jeden Fall noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Vor allem das mit der Reise, das war eigentlich am coolsten, finde ich. Genau, und ich habe mich eben hingesetzt und habe eine Stunde eine Karte entworfen. Ich zeige es euch mal kurz, wie die aussieht. Ich habe die jetzt schon ausgedruckt, war wieder im Baumarkt, habe eine neue Dartscheibe gekauft, also nee, nicht Dartscheibe, habe eine neue Pinnwand gekauft, weil die andere habe ich bei meinen Eltern vergessen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange und fangen direkt mal an. Was ich noch kurz sagen wollte, wir sind jetzt schon bei 34% von allen Leuten, die dieses Video schauen, haben mich auch abonniert. Deswegen abonniert auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Hier haben wir die Map, sieht, finde ich, echt ganz cool aus. Es ist eigentlich von jedem was dabei. Wir haben eine Menge Gesundes, zum Beispiel Obst, Erdbeeren, Bananen, Salat, Trauben, Melone. Gibt aber auch ein paar ungesunde Sachen. Ich habe auch noch einen Burger mit reingenommen, eine Pizza. Dass es halt irgendwie so relativ normal ausgerichtet ist. So wie die meisten Menschen halt essen. Ich auch. Ich esse manchmal Pizza, ich esse aber auch gerne mal einen Salat. Ich muss euch sagen, wir haben jetzt schon Mittag. Heute Morgen habe ich Müsli gegessen. Deswegen fangen wir einfach mal mittags an. Es geht also von jetzt bis morgen früh. 24 Stunden, wie immer. Ich muss mir noch kurz eine Markierung machen. So, pro Mahlzeit werden immer drei Pfeile geworfen. Ich hoffe, ich treffe und werfe nicht wieder gegen die Wand. Erster Pfeil, diesmal auch ohne Cuts, damit nicht wieder irgendwelche von euch sagen, ich fake das. Oh, der war ja voll daneben. Er ist zum Glück nicht in die Wand gegangen. Wir werfen den nächsten. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier oben den Salat getroffen. Ja, hier eine ganz normale Salatbowl. Kann man sich auf jeden Fall mit zufrieden geben. Nächster Pfeil. Schon wieder nicht getroffen, ey. Boah. Also Dart-Profi werde ich in diesem Leben auch nicht mehr. Das ist jetzt schwierig. Oh, wir haben hier Mais. Die Frage ist jetzt, soll ich noch extra Mais essen oder einfach mit in den Salat reinschmeißen? Ich würde einfach mal sagen, wir kombinieren das. Bam! Pizza? Alter, was? Passt schon wieder der Salat und jetzt haben wir einfach eine Pizza noch dazu. Naja, eine Pizza muss ja nicht unbedingt immer ungesund sein. Okay, und der letzte Pfeil. Bam. Was ist das denn? Möhren. Lecker. Ja, Leute, das hier sind die Möhrchen. Pizza. Man kann es sogar sehen. Damit jetzt auch keiner sagen kann, ist eh fake. Ich habe hier 1, 2, 3 Mal daneben. Einmal in den Mais, einmal in die Möhrchen, einmal in die Pizza, einmal in den Salat. Also ist eigentlich eine ausgewogene Mittagsmahlzeit. Ich habe, finde ich, ganz gut geworfen. Ich würde sagen, wir machen Pizza, Salat mit Möhrchen. Die könnte ich eigentlich auch in den Salat tun. Aber wir müssen erstmal einkaufen. Ich würde sagen, los geht's. Übrigens, sorry, dass ich heute so brav aussehe. Schreibt mal in die Kommentare, steht mir das oder nicht? Let's go! So, sehr schön. Salat haben wir. Ja, komm, dann nehmen wir auch noch. Jetzt fehlen nur noch Möhren. So, wir suchen noch Pizzabelag. Pizzateig habe ich noch zu Hause. Und das Wichtigste, Käse. So Leute, ich bin wieder da vom Einkaufen. Alter, ich sehe heute wirklich aus wie so ein Schuljunge. Das Wetter heute ist echt warm in Köln. Heute Abend geht es doch auf eine Gamescom-Bootsfahrt. Da freue ich mich schon drauf. Switchen wir mal wieder auf diese Kamera hier. So, ich habe einiges gekauft. Salat, Möhrchen, Mais und Pizza. Allerdings Pizza zum selber machen ist halt viel gesünder als so eine dumme Steinofen-Pizza aus dem Ofen, finde ich. Pizzateig haben wir sogar noch im Kühlschrank. Ich finde, das hier ist eigentlich sogar der geilste. Schmeckt irgendwie, ich finde, wenn man den benutzt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, schmeckt es am meisten nach Pizza.
Viele haben gesagt, ich soll doch mal ein Kochvideo machen. Lasst auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr darauf Bock habt. Dann gibt's das in Zukunft mal. Aber jetzt kommt dieses wunderschöne Werk erstmal in den Ofen. Mmh. Oh, das Wetter ist halt eigentlich gut. Wir machen uns einfach mal an den Salat, kleine Vorspeise. Oh. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Lecker, lecker. Die, die sich fragen, trinkst du eigentlich gar nichts? Also ich habe mir natürlich gedacht, Wasser kann ich immer trinken, ist ja auch logisch. Es geht also nur um Essen. Und ich habe da, glaube ich, auch an der Wand so Orangensaft ist dabei, Eistee und ja, das war's. Weil Orangensaft, Frühstück und so trinken ja manche, ich zum Beispiel. Pizza ist fertig, ich habe mir auch schon mal ein Stück hier geholt. Finde ich, sieht echt ganz gut aus. Man muss sagen, die ist zwar sehr heiß, aber umso leckerer. Jetzt gleich geht's auch schon los zur Gamescom Party, wobei wir vorher noch in die Stadt gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werfe die Pfeile schon mal vorher, weil ich dann natürlich heute Abend schauen kann, wo ich das herbekomme, was ich werfe. Deswegen nehme ich euch natürlich später mit, allerdings nicht mit der Kamera, sondern nur mit meinem Handy, weil ich es so ätzend finde, schaut euch diese fette Kamera an. Mit der durch die Stadt zu eiern, dann kann man sich gar nicht wirklich entspannen, weil man immer auf diese dumme Kamera aufpassen muss. Das ist übrigens der Rest von der Pizza. Ja. Mh. So Leute, ich habe euch jetzt schon einigermaßen schick gemacht. Sieht man das da im Spiegel? Hm. Gut, eigentlich sehe ich aus wie immer. Trotzdem muss ich mich sehr beeilen, weil sonst komme ich zu spät. Pfeil Nummer 1. Ach du Scheiße, was war das denn? Nein, der arme Tisch. So, und? Boom. Oh, was haben wir denn hier? Bananen. Eine Banane habe ich sogar noch hier. Pfeil Nummer 2. Boom. Oh, hier ganz knapp an der Sushi vorbei. Müssen wir nochmal werfen. Und? Digga, ich bin so dumm, ne? Junge, Junge, die armen Möbel. Bam. Ja gut, Gemüse. Das ist wenigstens gesund. Haribo. Also wir hätten theoretisch für heute Abend eine Banane, irgendwas mit Gemüse, ein Burger mit Gemüse. Nein, ich weiß, das zählt nicht. Und ein Haribo. Das habe ich eigentlich eingeplant als so zwischendurch Snack, aber so ist das. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich muss mich beeilen. Los geht's zu Gamescom, Bootsparty, YouTube Bootsparty. Ist eine Party auf dem Boot mit ganz vielen verschiedenen YouTubern. Ich freue mich auch eine Menge Leute mal wiederzusehen. Und ja, let's go. Ich nehme mein Handy mit. Bis später. So, wir starten mit der Banane. Weil one banana each day keep the doctor awake. Ne, das war mit Apfel, oder? Keine Ahnung. Ich kommentiere das mal kurz im Hintergrund. Hier waren wir in der Shisha-Bar und ich glaube, jetzt hat er sein Handy ist runtergefallen. Und ich habe es aufgenommen. So, ihr versteht mich wahrscheinlich eh nicht, aber so wirklich Gemüse gibt es hier nicht. Eigentlich schade. Ja, das war die YouTube-Party, die war direkt unter der Hohenzollernbrücke in Köln. Die war allerdings um 23 Uhr zu Ende, dann sind wir auf die andere Rheinseite gegangen und wollten zu dieser pinken Party, das war die Twitch-Party, da sind wir nicht reingekommen. Und dann war ich bei Fortnite-Party und ich fand die Ballons toll. Und dann wollten wir wieder zur Twitch-Party. Ich geh jetzt nach Hause, Adrett, das ist mein Modelabel, das kommt bald raus. Ab zur Twitch-Party. Dann morgen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Gut, wir haben schon ein bisschen später. Ich war gestern auch erst um 2:30, glaube ich, hier. Ich habe jetzt gerade erstmal Lust, die 3 Pfeile zu werfen fürs Frühstück. Man sieht wahrscheinlich auch noch, dass ich ziemlich müde bin. Also ich werfe jetzt erstmal kurz und dann erzähle ich euch, was gestern so abging. Weil ich glaube, ich konnte nicht alles festhalten. Mein Handy war irgendwann leer. Ich bin mit 40% aus dem Haus gegangen. Ich bin echt mal gespannt. Vielleicht treffe ich jetzt was Cooles. Und schon wieder Banane. Ah. Was ich extrem feiern würde, wir haben da oben Pancakes. Da ziele ich jetzt mal drauf. Nein! Was haben wir hier? Ein Sandwich. Guck mal, da sieht man mal, wie gut ich doch Dartpfeile werfen kann. Ganz knapp an den Pancakes vorbei. Und jetzt vielleicht noch so ein Orangensaft. Nee, oder? Was soll ich denn damit? Boah, ich kann doch keinen Fisch zum Frühstück essen. Das ist irgendwie ein bisschen dumm gerade. Ich habe so einen Fisch jetzt zum Beispiel mit reingenommen, damit es auch lustig werden kann. Aber eigentlich eher für abends. Ohne Spaß, das kann ich nicht machen. Da kotze ich, das sage ich jetzt schon. Also wir haben Banane, Sandwich, Fisch. Gut, ist dann halt so. Heute ist es extrem heiß, fällt mir gerade auf. So Leute, ich war gerade einkaufen, habe mir jetzt noch schnell die Haare gemacht, damit ich für dieses Video jetzt wieder gut aussehe. Und ich wollte euch jetzt einfach mal, ich habe gerade einfach Fisch gekauft, zeige ich euch gleich mal. Kein Plan, was ich damit anstellen soll. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Fisch gekauft habe. Gestern auf dem Rückweg habe ich mir noch an irgendeinem dummen Kiosk Haribos gekauft.
Weil ich nämlich vorher Haribo geworfen habe. Also wir waren gestern erst auf so einem Boot, da war nämlich die YouTube-Party. Die ging allerdings nur bis 23 Uhr und da waren ja viele YouTuber und 23 Uhr ist natürlich noch ein bisschen früh für uns, wir wollten noch woanders hin und wollten dann zunächst auf die Twitch-Party. Ich habe euch, glaube ich, auch eben schon kurz so Ausschnitte gezeigt. Die Twitch-Party war nämlich auf der anderen Seite von Köln. Also Köln ist ja praktisch der Rhein, trennt ja Köln. Wir sind so dann 1,5 Kilometer dahin gegangen zu Fuß, war auch echt weit. Irgendwie. Und ich fand es echt lustig, weil auf der Twitch-Party, ich bin ja kein Twitcher, ich war da nicht auf der Liste oder so. Nur es waren auch wirklich so richtig große YouTuber dabei, also keine Ahnung, mit sonst was wie vielen Millionen Abonnenten. Und nicht mal die sind da reingekommen. Wir wurden einfach alle wieder weggeschickt, einfach weil, glaube ich, Twitch YouTube nicht so mag, keine Ahnung. Dann sind wir weiter zur Fortnite-Party gegangen, die war nämlich in so einem Turm oben in Köln. Und da hieß es, da kommen alle rein und eigentlich nur aus einem Grund. Weil die ganzen Leute, die bei der Fortnite-Party eingeladen waren, auch entweder bei der YouTube-Party oder bei der Twitch-Party eingeladen waren und bei der Fortnite-Party absolut gar nichts mehr los war. Ich spiele ja auch kein Fortnite oder so, da war ich auch nicht eingeladen, aber das war kein Problem. Also es war eigentlich echt ein lustiger Abend. Ich glaube, die Party war aber dann auch schon so um 1, 1:30 vorbei. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, es tut mir sehr leid, aber ich habe gestern Abend absolut kein Gemüse gefunden. Ich habe euch diese Karte vorgelesen, da gab's alles Mögliche, außer irgendwas Vernünftiges, Gesundes, was ich essen wollte. Ich habe jetzt gerade im Ofen mein Sandwich und eigentlich sind dann jetzt gleich auch schon wieder 24 Stunden rum. Ich wollte euch noch den Fisch zeigen, mit dem ich... Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was man denn damit machen kann, wie man zubereitet. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Also wir haben hier Sproskeln, heißt das glaube ich, oder Floskeln. Hier sind wirklich so kleine Babyfische drin. Eigentlich hasse ich Fisch wirklich, aber wenn jetzt irgendein vernünftiger Kommentar kommt von euch, was ich damit machen kann oder wie ich den zubereiten soll, dann gibt's das natürlich im nächsten Video. Deswegen schreibt's in die Kommentare. So, also ich muss sagen, das sieht ja eigentlich wirklich lecker aus. Ist so ein Panini-Sandwich. Da fehlt noch eine Soße. Also Leute, ich hoffe, ihr habt einen coolen Kommentar geschrieben, was ich mit dem Fisch machen kann. Ich habe keinen Plan, ob dieses Video lang ist oder nicht. Weiß ich nicht. Ich habe einfach spontan angefangen gestern. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Wahrscheinlich gibt es ein neues Video. Abonnieren nicht vergessen, habe ich am Anfang schon gesagt. Und bis dahin, haut rein. Checkt Snapchat und Instagram ab. Und ciao.